So, nun ist es passiert. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen Video von mir. Wer bin ich? Ich bin Franz Josef Dickuth, mehrfacher deutscher Meister im Brettspiel Go und ich spiele hier auf dem Fox Go Server, ein China-basierter Server, wo halt sehr viele Spieler unterwegs sind. Die letzte Zeit habe ich irgendwie immer als Achtern gespielt oder lange Zeit als Achtern jetzt gespielt und den Rang auch einigermaßen halten können. Aber jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich gerade eine Partie verloren. Ich habe nicht allzu gut gespielt. Aber das tue ich ja öfters. Aber dann hat auch noch der Gegner irgendwie fast gar keine Fehler gemacht. Also zwei leichte Ungenauigkeiten waren drin. Ansonsten war die Partie jetzt auch nicht allzu lang, weil ich recht schnell aufgegeben habe. Da lag ich allerdings auch schon 50 Punkte hinten. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Cheater war, aber die hatte ich schon lange nicht mehr hier auf dem Server und das war jetzt, wenn es einer war, dann ein äußerst unglücklicher Zeitpunkt. Ich hätte aber wahrscheinlich auch gegen normale Spieler verloren. So, jetzt habe ich nur noch eine Partie, die muss ich jetzt unbedingt gewinnen, um zumindest noch zwei, drei weitere Partien Achtern zu bleiben. Wenn ich jetzt verliere, werde ich wieder zum Sieben dann abgestuft, dann wird es natürlich auch wieder etwas leichter. Vielleicht die nächsten Partien zu gewinnen. Ich hoffe, ich bin nicht völlig auf Tilt, obwohl ich gerade ein bisschen ja, verärgert über mich selbst bin. Also auf in die nächste Runde hier. So, da hätten wir einen, das könnte klappen, aber der will viel zu schnell spielen. Das wollen wir auch nicht. 10 Sekunden Biyomi. Das fangen wir jetzt heute nicht an, auch wenn wir auf Tilt sind. Oder sollen wir das vielleicht mal machen? Keine Ahnung. So, den fordere ich mal heraus. Dann gucke Start ich mal to nach. Der play. steht 6 zu 8. Das sollte doch in etwa meine Wagenweite sein. So, und ich wollte jetzt hier 5-4 spielen. Habe ich eben auch gemacht und das ging halt gar nicht gut. Naja, mal gucken, wie es jetzt läuft. Das war doch ungefähr, glaube ich, die Bundesliga-Partie von gestern. So, dann geht er da rein. Ja, das ist dann ja schon mal was anderes. Greifen wir mal. Da gehen wir mal in die Ecke. Er spielt den, okay. Und dann würde ich hier auch ein Shimari machen. Kann er jetzt natürlich auch, macht er aber nicht. Dann greifen wir hier oben an und jetzt, wo die Treppe diesmal läuft, das tat sie gestern nämlich auch nicht. Können wir das hier ein bisschen besser spielen, glaube ich, als wenn die Treppe für Schwarz liefe. Da gibt es nämlich eigentlich, wenn er jetzt hier umbiegt, eine Variante, wo ich dann zur Seite strecken kann, wenn die Treppe für mich läuft. Und wenn die Treppe für mich läuft, dann spielt er halt gleich den. Ich habe fast mit gerechnet. Und er macht hier einfach feist seine Punkte, ne? Ja, sei es drum. Wir machen feist Einfluss. Jetzt hier runterziehen? Eigentlich schon, ne? Und dann nochmal hier runterziehen. Er spielt dann da. So. Ja, dann bauen wir da auch mal einen Schnitt ein. Und dann gucken wir, was wir hier weitermachen. Der ist jetzt nicht unbedingt Vorhand, aber fast. Ich glaube, jetzt spielen wir erstmal hier. Damit er nicht hier spielt und gleichzeitig seine Gruppe sichert und meine hier vielleicht ein bisschen angreift. Da ist natürlich trotzdem was Ähnliches. Aber ja, dann spiele ich hier. Da jetzt spielt. Dann hier spielen. Hier, ne? Wenn er da spielt, kann ich den hier machen. Wenn er den spielt auch. Ja. Na, ich glaube, ich spiele hier. Danach kann ich ja einfach hier spielen. Ja, er hat den dann irgendwann mal. Was will er da? Hier oder hier?
Er kann danach ja irgendwie hier spielen und leben, ne? Ja, dann spielen wir den so. Da spielt, kann ich den hier machen. Macht er. Einfach hier durch. Oder jetzt vielleicht mal hier spielen. So, so, so. Da, da, da. Dann kann ich hier leider nicht seine Steine in der Treppe fangen. Und der Squeeze bringt mir da auch nicht so viel, ne? Ja, jetzt hier blocken ist natürlich eine Idee, weil wenn er da spielt, dann habe ich hier gar keinen Augenraum. Aber ich würde schon gerne erstmal diese Gruppe ein bisschen weiter angreifen. Ich hier spiele, dann er nichts mehr macht. Da, da, da. Da, da. Ja, das wäre auch gut genug. So. Nach diesem Zug hier, den ich eventuell auch überlegt hatte, in Kombination mit dem hier, ist das Problem, dass dieser Zug dann für ihn vorhanden ist, beziehungsweise ich hier so, so und so nicht durchschneiden kann. Das könnte ich jetzt aber, wenn ich denn wollte. Noch will ich aber nicht. So. Hier und den. Glaube ich, besser als da, da, da. Ich dann vielleicht noch eine Codrohung habe, ne? Er kann hier leben, weil das, das, also da muss ich antworten, dann kann er hier, hier und runterziehen oder hängen, decken und hat hier genug Augenraum, aber der Zug war vorhand und hier habe ich ihm auch die Punkte kaputt gemacht. So, dann ist jetzt die Frage, wie weiter? Schon irgendwo auch hier mal spielen eigentlich, ne? Kann ich da anlegen? Hier läuft eine Treppe irgendwann mal, wo ich ein bisschen drauf achten muss. Es sei denn, ich kann den hier abtauschen gegen irgendeinen Zug in der Ecke. Dann läuft da nämlich keine Treppe mehr, weil ich den hier spielen. Nee, kann ich auch nicht spielen. Ich kann dann zwar, ah, ich kann den, den und den spielen. Dann kommt er da, 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 da nicht mehr raus, ne? Ja. Ja, wir versuchen den mal. Der diesen Schnitt hier hoffentlich deckt. Und dann natürlich da irgendwann mal den einen Stein wieder abschneiden. Aber im Moment ist das nicht so wichtig. Immer jetzt hier, ja, ne? Spielt er den? Hier, hier, hier. Da zur Seite ziehen, dann kann ich auch hier spielen, weil ich da wieder eine Treppe drücke. Ne? Da, da, da. Schlagen. Da. Ja, ist unangenehm. Was machen wir denn jetzt? Da läuft ja auch nicht für ihn, ne?
Ja, ich weiß es doch schon wieder nicht. Und die Zeit ist gleich vorbei. Einfach hier und da unten rum verbinden? Yoyomi now starts. Nine, eight, seven, six, five, four. Könnte ich mir noch überlegen, auf das Atari einfach hier rauszuziehen? Da spielt er. Nine, eight, seven, six. Ja. Nine, eight, seven, six, five. Jetzt habe ich da doch eine schwache Gruppe, ne? Vielleicht hätte ich da doch einfach hängen decken sollen, aber es wäre ja Nachhand gewesen. Das wollte ich ja nicht. Wow. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ich kann ihm hier jetzt auch nicht irgendwie 15 Punkte gönnen. Kann ich doch nicht, oder? Es wird jetzt so langsam, aber sicher hier. Ein ziemliches Desaster. Hier jetzt raus noch irgendwie. Da habe ich ja auch noch Möglichkeiten, da irgendwie seine Augen undicht zu machen. Und das muss es jetzt irgendwie werden. Weil sonst gehe ich hier gerade völlig kaputt, oder? Den. Ich muss da spielen, dann kann da decken. Ich krieg ihn da aber Nine, nicht, ne? eight, seven, Ich six, krieg ihn da five, halt ums Verrecken four, nicht. three, two, one. Wie konnte das denn schon wieder so vor die Wand fahren, weil ich da irgendwie nicht den sauberen Deckungszug gespielt habe, ne? Das ist der Grund.
9, 8. So, jetzt müssen wir aber da irgendwas erreichen, ne? Das ist jetzt ja wohl klar. Da soll was gehen. Da. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Two Yoyomis left. Ja, okay. Das ist schon schade. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. So, wenn er jetzt da spielt, dann muss er ja nochmal zurückkommen. Und dann kann ich vielleicht hier außen irgendwie. Naja, wahrscheinlich nicht, ne? Wenn er da spielt, habe ich dann den. Er muss irgendwie hier spielen, habe ich den. Das wäre jetzt meine Hoffnung gewesen. Da, 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 da. Dann kriegt er mich, ne?
Das ist doch schon wieder nicht fair. Nine, eight, seven, six, five, four. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Was soll ich sagen? Ich fühle mich halt unfair behandelt hier. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Warum klappt hier nichts? Bei meinen Gegnern alles. Weil es so einfach ist, gegen mich zu spielen, ne? Ja, ich bin auf Tilt. Komm, lass mal sein. Ja, so geht's mir auch manchmal. Ist nicht alles eitel Sonnenschein. Manchmal läuft es halt einfach nicht. Trotz diesem ganzen missglückten Dreck, den ich gespielt habe, liege ich angeblich nur 12 Punkte hin. Das kann ja eigentlich auch nicht richtig sein. Ja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Eigentlich hätte ich heute nicht spielen sollen. Ihr seid schuld, ich brauchte irgendwie Content. Aber das ist es ja eigentlich auch nicht, oder? Was mache ich denn jetzt? 7 dann nochmal spielen? Und euch das hier einfach vorenthalten? Wenn ihr es euch angesehen habt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es lieber nicht gesehen hättet. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns trotzdem nochmal wieder. Und spiele ich ein bisschen besser. Also, bis die Tage. Macht's gut. Ciao.
Ja, fangen wir hier mal an mit den Fehlern nach dem Joseki. Hier hätte Schwarz erstmal einfach nur strecken sollen, aber das hat mich dann zu einem Fehler gelockt, dass ich da eingelegt habe. Ich hätte dann selber nur decken sollen. Ich dachte, wenn ich dann Schnitt provoziere, ist das okay, aber wenn der Gegner jetzt hier einfach auf S9 spielt, dann ja, kann ich da vielleicht zwei Steine fangen, aber mehr halt auch nicht. Und wahrscheinlich müsste ich das sogar tun, weil meine Gruppe sonst Schwierigkeiten kriegt. Dann hätte ich aber selber auch schon mal auf R8 blocken sollen. Das ist einfach da groß, größer sogar als da unten am Rand die Ausdehnung zu nehmen. Aber gut, nach seinem Schnitt da unten habe ich immer den richtigen Zug gefunden, aber nach dem Runterstrecker auf L2 eben nicht. Oft ist da K1 der richtige Zug, weil die beiden anderen Züge zu klein sind oder noch ein Atari zulassen, aber in diesem Fall hat K1 wohl irgendwelche Nachteile, die mir nicht ganz klar sind. Ja, und jetzt wollte ich da ein bisschen Druck auf seine Steine da am linken Rand machen, aber mir war wohl nicht ganz klar, wie schwach meine Gruppe da am rechten Rand oder rechts unten eigentlich ist. Und das zog sich dann auch noch so ein bisschen weiter hin, dass ich und eigentlich auch der Gegner es nicht wirklich realisiert haben. Dann waren die drei Steine zu fangen, beziehungsweise meine zwei zu behalten, anscheinend nicht mehr so wichtig wie auf R8 zu spielen. Ja, das ist natürlich ein Riesenzug, aber es fällt mir natürlich auch schwer, meine Steine daherzugeben, wo ich ja eigentlich so gehofft hatte, bei K6 nochmal irgendwann zu schneiden. Zum Glück für mich hat mein Gegner da bei B5 ja geantwortet und ich bin dann doch als erster den Zug am rechten Rand gekommen, aber dann hätte ich da auch einfach weiter meine Form fixen sollen und hätte ganz ordentlich gestanden. Dann ging das noch so ein bisschen mit ziemlich vielen Ungenauigkeiten bis Fehlern hin und her. Also alles über 2 Punkte zähle ich mal als Fehler. Und dann, ja, wäre vielleicht eine Ausdehnung etwas kürzer am oberen Rand besser gewesen. Denn, ja, da wurde es dann kompliziert. Ich habe dann aber irgendwie mich nicht getraut, hier auf G15 zu strecken. Das wäre wohl besser gewesen. Naja, und dann hätte ich hier vielleicht wirklich alles auf Rot setzen sollen und einfach oben die Punkte mitnehmen und hoffen, dass er meine Gruppe nicht töten kann. Ja, dann habe ich da irgendwie ja schon während der Partie gesagt, ich kann ihm da die 15 Punkte nicht gönnen im Zentrum. Das hätte ich aber machen sollen und die Partie wäre halt noch ziemlich ausgeglichen gewesen. Aber auch danach war die Partie noch offen oder, wie man so schön sagt, spielbar, aber irgendwie für Menschen nur noch sehr schwierig spielbar. Da hätte ich zum Beispiel meine Gruppe rausziehen können, hätte meinen Stein auf C9 wahrscheinlich opfern müssen und irgendwie dafür ein bisschen nochmal Druck auf seine Zentrumsgruppe kriegen oder ähnliches. Aber selbst danach bin ich nochmal irgendwie ins Spiel gekommen, denn der Schnitt, den er da im Zentrum ganz zum Schluss gemacht hat, der war da vielleicht doch noch nicht so wichtig, was, also ist natürlich riesig, aber jetzt, wenn er da jetzt rausstreckt, was er gemacht hat in der Partie, dann habe ich bei C6 noch sehr interessantes Argy. Da kann ich eventuell tatsächlich nochmal seine Gruppe angreifen. Wenn ich den Stein danach irgendwann auf D6 rausziehen kann, dann hat er das Auge auf B4 halt noch nicht ganz sicher. Und er müsste irgendwie in der Folge versuchen, über B9 rauszuverbinden. Das ist aber auch nicht ganz so einfach, wie man dann in der Variante dann gleich sehen wird. Denn wenn er da oben auf D9 das Atari gibt und ich schlage auf A9, dann droht das auch wieder ein Ko auf auf A7. Und mit diesem Ko oder dem Verbinden dann auf B12 habe ich da wirklich noch Möglichkeiten in der Partie. Es steht zwar laut KI hier 3,5 Punkte besser für Schwarz, aber das wäre ja nichts. Nur dummerweise habe ich diese Option da gar nicht gesehen, dass ich die Gruppe nochmal angreifen kann. Da war ich einfach schon, ja, außer mir, stand ich neben mir, wie auch immer. Und ja, konnte nicht mehr klar denken. Selbst wenn ich klar denken könnte, ist sowas, finde ich, relativ schwierig zu sehen. Man muss, wie gesagt, diese Ko-Option nach dieser ganzen langen Sequenz noch erkennen können. Und das ist im Biomi wahrscheinlich auch nicht drin. Nun ja, so bin ich jetzt wieder 7 dran. Ich hoffe, da läuft es dann besser.